Ja, hallo Michael Kotze, der Rucksackunternehmer, und ich habe mir das XLR-Kabel von Elgato gekauft und ich dachte, hey komm, wir packen das mal aus. Ich habe schon ein anderes Video gemacht und habe mir auch das Wave XLR gekauft als Interface und dazu das passende Kabel. Was mir auf jeden Fall sofort auffällt, ist, dass es einfach so ein Recyclingkarton ist. Ohne großartig geprintet und so. Wenn ich dann halt hier vom Wave den Karton anschaue, hey, der ist so ein bisschen schön glatt und so ein bisschen, ja, staubabweisend, keine Ahnung, so sehr schön. Und dann halt dieser Unterschied dieser beiden Kartons. Okay, aber ich sammle Kartons nicht und ja, deshalb ist mir das auch egal. 3 Meter ist das Ding lang. Das ist auch schon mal ganz cool, weil 1,50 wäre es wahrscheinlich zu kurz. Ja, 3 Meter ist schon lang. Ich weiß auch gar nicht, höchstwahrscheinlich wird auch umso länger das Kabel ist, die Qualität des Sounds vielleicht ein bisschen schlechter. Aber als Experten, vielleicht ist der ein oder andere Experte dabei, könnt ihr gerne in den Kommentaren reinschreiben. So, Rückseite ist so gut wie gar nichts, ein paar Herstellerangaben und das war's dann. Und dann packen wir das mal aus. Es soll ja sehr, sehr cool sein. Okay, ich sehe das schon. Okay, das ist natürlich so ein Traumkabel, wo man dann halt bei Apple sofort hunderte Euros für zahlen muss. Und wenn du den aktuellen Preis anschauen musst, das müsste um die 20 € sein, kannst du gerne bei Amazon vorbeischauen. Den Link packe ich dir in der Beschreibung rein. Und ich packe dir auch mal den Link rein zu eBay. Vielleicht gibt es da schon den einen oder anderen, der das Kabel gebraucht verkauft. Das ist auf jeden Fall sehr hochwertig. Also wir haben hier vorne so eine Fahne. Die ist auch aus. Ja, also es ist kein Papier oder so. Das ist vielleicht irgendwas aus Textil, ist wahrscheinlich so geflochten, so wie es aussieht fast. Okay, also eine Fahne aus Textil würde ich fast sagen. Also Papier ist es nicht. Genau. Die Stecker sind hier schön aus Metall, sehr hochwertig. Also das Teil hier ist aus Metall. Das hier dürfte schon aus Plastik sein. Okay. Und sieht auf jeden Fall toll aus. Auch hier der Stecker, ja. Hat auf jeden Fall, kann man den so stecken? Ja, ne? Geht auch. Als Verlängerung kann man den ja auch nehmen. Okay, hui, das ist aber stramm. Okay, sollte man ja auch so nicht machen. Aber das Geflochtene finde ich sehr, sehr cool. Das ist sehr, sehr cool. Es ist ein schönes Kabel. Also, ich kann mir vorstellen, wenn Apple diese Kabel verkaufen würde oder so, würden die echt sehr, sehr viel Geld damit machen. Und ganz kurz mal schauen, mein XLR haben wir hier drin und dann können wir ja hier, das müsste dann halt das Kabel hier sein. Können wir einfach mal kurz reinstecken. Funktioniert das unten da? Okay, hat geklappt. Boah, okay, stramm ist es auf jeden Fall. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die Tonqualität jetzt dann halt später ist. Jetzt gerade habe ich halt ein Ansteckmikrofon. Und ja, einen lieben Gruß.